Yo, hallo Leute, weiter geht's mit Pflanzen gegen Zombies. Ja, ich entschuldige mich noch einmal für den letzten Part, wo mein Aufnahmegerät zwar aufgenommen hat, aber keinen Ton rausgeschmissen hat. Ja, okay, ich sage einfach mal Scheiß drauf, weiter geht's. Und ich würde sagen, scheiße, wo waren wir nochmal stehen geblieben? Letzte Aufnahme ist ein bisschen her. Ich musste heute auch relativ lange arbeiten und. Ach ja, genau, wir waren ja hier kurz vorm Anfang. Ach ja, genau, da kommst du rein, du rein. Diese Pflanze ist aber total für den Arsch. Dann kommst du rein, du rein, du. Ich sagte, du kommst rein. Und dann noch du und weil es kam, du. Ab geht die Party. So. Weiter geht's. So, Dille. Wie gehabt, stelle ich hier meine Pflänzchen dann auf und hab da nicht gesehen. Ja, ich habe mittlerweile festgestellt, dass ja dieses Spiel etwas beliebter ist, als ich dachte. Hab mich mal im Internet ein bisschen umgeguckt und es gibt, was zum Teufel, jetzt gibt es drei Phasen. Da ich bezweifle, genug Sonnenenergie zusammenzukriegen, bevor der Zombie wieder unten ankommt. Mine. Und selbst wenn ich genug zusammenkriegen würde, würde wahrscheinlich die Pflanze dabei draufgehen. Definitiv. Obwohl, austesten. Hier wird probiert bis zum Umfallen. Ja, ich habe überlegt, ob ich da vielleicht auch mal den ein oder anderen Cheat zeigen werde hier drin in dem Spiel. Keine Panik, das sind keine weltbewegenden Cheats. Ein Cheat zum Beispiel ist bloß, dass die Zombies, wenn sie abkratzen, Gänseblümchen hinterlassen. Ein anderer Cheat lässt die Zombies ein bisschen abdancen. Halt, ich kann es ja mal ausprobieren. Ach so, okay. Mein Baum der Weisheit ist nicht hoch genug für diesen Cheat. Okay, ja. Was der Baum der Weisheit ist, das zeige ich euch später mal noch. Irgendwann mal. Weil, ja, das kommt dann alles später noch. Das ist so ein Ding, was man kaufen kann, halt irgendwie. Hier kaufe ich das Schlingpflanze mal hin. Ich habe langsam Zeit, dass ich wieder hier in Aufbau, Herrgott. Und jetzt habe ich keinerlei Energie. Ganz toll, ganz toll, ganz toll. Da baue ich eine Macho. Macho, 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 Macho. Oh Gott. Ich kotzen. Ich habe heute gearbeitet und ich spiele den ganzen Tag ein ganz bestimmtes Lied einfach nicht aus dem Kopf. Das war so ein Kinderlied. Das ist übelst penetrant. Übelst penetranter Ohrwurm. Das geht gar nicht. Ich möchte es jetzt nicht einstimmen, weil ich versuche immer noch zu vergessen. Aber ich vergesse es einfach nicht. Und das ist das Schlimme daran. Sammelst du das ein, Mann, verdammt. Jo, die geht direkt drauf in die Mine. Das ist gut. Ist mir auch relativ egal. Dafür habe ich die Mine immerhin dorthin gesetzt, damit sowas vorkommen kann. Juhu! Außerdem. Booyah! Irgendwas wollte ich jetzt machen. Ach ja, genau. Ich wollte jetzt erstmal wieder Seerosenblätter auslegen hier. Hier kommt noch eine Schlingpflanze hin. Und da wir ja in einigen letzten Parts festgestellt haben, dass man. Jo. Dass man diesen hochgefährlichen Kartoffelminen nur auf der blanken Erde ein Zuhause geben kann. Ja. Ist das schon okay so. Du kommst doch wieder hin erstmal. Dum 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 dum. Dum, 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 dum. Yeah. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Na klar, doch, das kennen wir doch alles schon. Jo. Jojo. Hier haut es definitiv ein hin. Und ich brauche noch zweimal Sonnenenergie. Ja, zweimal Sonnenenergie. Und hier liegt wieder Geld.
Ich habe übrigens festgestellt, dass es im Internet hochspannende Taktiken gibt zum Money Farming, wie das ja heißt. Eigentlich ein RPG-Begriff, dachte ich, das ist dieses Geld Farming. Also Farming ist sowieso ein Begriff, dass man eben bestimmtes Zeug ansammelt. Geld, Erfahrungspunkte, bla bla bla. Und keine Ahnung warum, aber irgendwie ist das auch ein Farming hier für dieses Spiel geworden. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das aber total sinnlos. Komm, fall um, kann ich da eine Pflanze setzen. Und Matsch. Down. Da brauchen wir Frost davor. Ich fange jetzt mal aus Jux überall an, solche Eispflanzen noch davor zu setzen. Ja gut, okay, das ist hier unten relativ nutzlos, habe ich festgestellt, aber naja. Jetzt zur Zeit nutzlos. Stirb, Zombie, stirb! Boing. Ach komm, haut mal wieder ein bisschen Sonnenenergie raus, Leute. Damit es hier weitergehen kann. Und Emma brauchst du noch, komm. Geht auch. So, Zombie, du bist jetzt gelähmt. Richtig schön lahm gemacht. Und da war er down. Aber der hier unten hält mir irgendwie zu viel aus. Nein, verdammter Mist. Scheiße. Komm, töte ihn. Ich bin so hohl. Verdammter Mist. Brains, bla bla bla, Brains, ja, mir kennt die Schule schon. Komm, wir fertig. Flatsch. So. Jo, gleich kommt die nächste Welle. Und ich bin geneigt, langsam hier ein bisschen was an Pflanzen aufzubauen. Oh, what the fuck. Achso, kann mittlerweile wieder bauen. Na dann, machen wir das auch gleich mal. Wir sammeln ein wenig Geld ein. Meucheln ein paar Zombies. Ähnlich wie Resident Evil. Hab's doch gepflanzt, was zum. Ja, die Lecks sind jetzt nicht ganz so toll. In anderen Spielen wäre das sicherlich tödlich. Super Meat Boy zum Beispiel. Ja, da kann ein Leck schnell mal zum Tod ausarten. Und what the fuck, ich arbeite jetzt hier schon 8 Minuten, haben noch nicht mal die Hälfte des Levels hinter mir. Was zum Teufel ist denn hier ab? Ah ja, komm mal, komm zu Brains, bla 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 bla. Wir kennen ihn noch. Jetzt kam auch noch nicht ein einziger Tauchzombie hier, sondern habe ich festgestellt. Die haben wohl genug erstmal vom Schwimmen. Naja. Ich würde aber meinen, das reicht jetzt erstmal als Schutzbarrikade und darum collecte ich jetzt erstmal eine Sonnenenergie und diese Kohle ein. Wenn sie dann mal was fein essen würden. Juhu! Argus Auges erwacht haben. Und wer jetzt nicht weiß, wer Argus ist, ja, dem kann ich auch nicht helfen. Ist ein griechisches Hündchen gewesen. Von der guten Hera. What the fuck? Ist der jetzt schon tot? Wollte schon sagen, nein, ist er noch nicht. Ich finde es hochinteressant, dass er registriert, dass er Tommy wenigstens da ist. Ich frage mich, was ist passiert. Ach so. Die sind ja schnell genug, um sie zu töten.
Das ist natürlich auch cool. Na komm. Wir bauen noch eine Schwingpflanze mal dahin. Gucken, was abgeht. Down. Na gut, okay, die Schwingpflanze brauchen leider etwas zu viel Zeit. Aber das ist ein echt guter Angriff, muss ich sagen. Na komm, wir flecken damit die scheiß Sonne ein hier. Denn wir wissen ja alle mittlerweile, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Nee, eigentlich nicht. Aber naja. Oh Gott, stirbt Zombie. Juhu! Meine. Meine. Meins! Alles meins. Na, aus welchem Film kommt das? Na? Wer kann es mir sagen, aus welchem Film das kommt? Meins! Meins! Alles meins! Oh Gott, ich will wenigstens das Level zu Ende bringen. Hallo? Ich will nicht in einem Level schneiden müssen. Hallo? Kann das jetzt mal wieder der letzte Zombie sein, verdammt? Verdammte Kacke hier. Oh. Verdammter Mist, ey. Kannst du mal hier, ey, jetzt mach doch mal Licht ans Fahrrad. Und jetzt kommen letzte Welle hier und voran, Mann. Na, ich weiß, das wird ja gar nichts. Auf dem Seeweg kommen müssen diese ganzen beschissenen Zombies. Was sie alle haben mit diesem scheiß Seeweg. Kriegspool. Na gut, okay, wenigstens sind sie jetzt down. Na, collecte das einfach dann zu Scheiße. Mach rein. Na! Lecken! Verdammter Mist hier. Ach Gott. Dabei seht ihr noch nicht einmal ein 15. des, was ich noch fehlen werde. Ja, komm, fress ihn weg, komm, fress ihn weg, komm, fress ihn weg, fress ihn weg, fress ihn weg. Cool, ich krieg Autoschlüssel. Yeah. Oder krieg ich jetzt einen coolen monstermäßigen Rasen, ja. Debbie Daves Autoschlüssel, jetzt kannst du den denn. Was? Ja, doch. Doch, ich gelesen, jetzt kann ich den Laden von Debbie Dave aufsuchen. Hey, du hast meinen Autoschlüssel gefunden. Jo. Weißt du, was das bedeutet? Ich hab dein Auto. Debbie Daves Krimskramsladen hat wieder geöffnet. Sieh dich gut an, da findest du ja uns, was dir gefällt. Wuhu. Also, ein extra Samenplatz für neuen Samen kostet mich 20.000. Diese Poolreiniger sind in der mit Pool eine zusätzliche Verteidigungslinie. Aha. Dieser Rechen scheidet den ersten Zombie aus, der darauf tritt, erhält drei Levels. Aha, interessante Sache. Interessante Sache. Haben wir hier. Pflanzen, die auf einen Duplinator in MG-Erbsen draußen machen. Sie verschießen vier Erbsen auf einmal. Wow. Was haben wir hier Feines? Pflanzen sie auf einen Sonnenblumen und Doppelsonnenblumen darauf zu machen. Sie erzeugen doppelt so viel Sonnenenergie wie normale Sonnen. Ach nee, sag bloß. Ich würde sagen, wir kaufen uns den Poolreiniger. Und doch. Aus Jux mal die Haken. So, weil solche Effekte liebe ich ja, wie zum Beispiel bei den Simpsons. Huh, wenn Tingle Tangle Bob immer wieder da reintritt. Ist schon komisch mit diesen Zombies. Meinst du, dann sind sie echt witzig? Echt winzig und echt fies. Pass auf, deine Schienbeine auf. What the fuck? Was zum? Ja. Und was es damit auf sich hat, erfahren wir alles im nächsten Part, Leute. Also, bis dann. Und einen schönen Abend noch.